Liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserem digitalen Kreuzweg. Ihr habt vielleicht noch nicht oft einen Kreuzweg mitgebetet oder mitgestaltet, aber wir laden euch ein, euch ein bisschen Zeit zu nehmen für Jesus und für seinen letzten Weg. Holt euch doch schnell Papier und Stift, die braucht ihr vielleicht gleich während des Kreuzweges. Nehmt euch gerne ein bisschen Zeit, nehmt eure Eltern hinzu oder eure Geschwister und dann starten wir gleich mit der ersten Station. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Jesus wird zum römischen Statthalter in Jerusalem gebracht. Er heißt Pilatus und ist sehr mächtig. Er allein kann entscheiden, ob jemand zum Tod verurteilt wird oder nicht. Als Jesus vor ihm steht, findet Pilatus nichts Böses an ihm. Trotzdem lässt er es zu, dass die Soldaten Jesus foltern und dass er gekreuzigt wird. Er will nicht am Tod Jesu schuld sein und wäscht seine Hände in Unschuld. Er unternimmt aber auch nichts, um Jesus zu retten. Manchmal sehen wir, wie jemand ungerecht behandelt wird. Oder wir sehen, wie Stärkere gemein zu einem Schwächeren sind. Wir sind aber zu feige und trauen uns nicht, einzugreifen und dem Unschuldigen zu helfen. Hören wir dazu eine kurze Geschichte. Ich hatte einen Traum. Ein Mensch stand nach seinem Tod vor Gott und sprach: Siehe, Herr, ich habe deine Gebote beachtet, habe nichts Unrechtes, Böses oder Schlechtes getan. Herr, meine Hände sind rein. Gott antwortete: Ohne Zweifel, deine Hände sind rein, doch sie sind leer. Zeichne ein Schwert und auf den obersten Schwertteil denjenigen, den du wehgetan hast. Wenn dir niemand einfällt, zeichne eine Hand, mit der du helfen und nicht wehtun willst. Herr, schenke uns Kraft, miteinander besser umzugehen. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Jesus wird zum Tod verurteilt. Er muss den schweren Holzbalken selber durch die Straßen von Jerusalem tragen. Viele Menschen stehen am Wegrand und sehen zu. Keiner greift ein. Keiner hilft ihm. Auch seine Freunde haben ihn aus Angst vor einer Gefangenschaft alleine gelassen. Viele unschuldige Menschen müssen leiden. Sie leiden unter schweren Krankheiten, Behinderungen, Armut, Krieg, Not und Hunger. Wir erfahren vom Leid der anderen, im Fernsehen, in der Zeitung, in der Schule. Oft wollen wir es aber gar nicht hören, wollen unsere Ruhe haben und schauen einfach zu und dann weg. Drückt eure Hände fest gegen euren Mund, als wenn euch jemand das Sprechen verbieten möchte, und versucht wahrzunehmen, wie ihr euch dabei fühlt. Herr, schenke uns Mut, damit wir uns für andere einsetzen und wenn sie Hilfe brauchen. Lass niemanden alleine, sondern führe die Einsamen und Hilfesuchenden in unsere Mitte. Amen. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Jesus ist müde und schwach. Das Kreuz ist schwer. Es drückt ihn zu Boden. Jesus hat sicher große Schmerzen. Doch er bleibt nicht liegen. Er steht wieder auf und geht weiter. Uns scheint oft unser Leben so schwer. Unsere Sorgen und Probleme bedrücken uns.
Jesus, gib uns die Kraft, niemals aufzugeben und immer wieder aufzustehen. Lege deine Hand auf die Schulter einer anderen Person und lass sie einen Moment dort verweilen. Herr, hilf uns, die Höhen und Tiefen, die vor uns liegen, zu überwinden. Gib uns Kraft, nach dem Stolpern wieder aufzustehen. Schenke den Menschen Mut und sende uns ein Zeichen, wenn jemand unsere Hilfe benötigt. Amen. Vierte Station: Jesus begegnet seiner Mutter. Maria hat Jesus immer begleitet, in guten und in schlechten Tagen. Nun muss sie mit ansehen, wie ihr Sohn leidet. Sie kann ihm nicht helfen, doch sie leidet mit ihm. Ihre Nähe gibt Jesus Kraft, das Kreuz zu tragen. Mütter wollen für ihre Kinder nur das Beste. Wenn Kinder krank sind, Schmerzen haben oder Probleme, leiden die Mütter mit. Sie möchten ihren Kindern Leid ersparen. Nicht helfen zu können, ist schwer zu ertragen. Herr, die Nähe deiner Mutter hat dich getröstet. Wenn wir es einmal schwer haben, wenn es uns nicht gut geht, rufen wir nach unserer Mutter. Ihre Nähe gibt uns Mut und Geborgenheit. Amen. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen. Jesus hat keine Kraft mehr. Ein Bauer muss ihm helfen. Er heißt Simon von Cyrene. Manchmal brauchen auch wir Hilfe und wir sind froh, wenn dann jemand da ist, der Zeit hat und uns beisteht. Jesus, lass uns erkennen, wer unsere Hilfe braucht. Jesus, manchmal wollen wir anderen auch nicht gerne helfen, aber du freust dich, wenn wir es trotzdem tun. Amen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Jesus schwitzt unter der Last des Kreuzes. Er leidet unter dem Spott der Menschen, die an der Straße stehen. Eine Frau sieht seine Not. Sie heißt Veronika. Sie weiß, dass Jesus nicht helfen kann. Und doch will sie ihm zeigen, dass sie ihm helfen möchte. Sie reicht Jesus ein Tuch zum Abtrocknen seines Gesichtes. Jesus, ein freundliches Wort. Ein Lächeln von uns macht andere Menschen froh. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die das Miteinander leichter machen und Freude ins Leben der Menschen bringen. Jesus, manchmal wollen wir gerne helfen, wissen aber nicht wie. Lass uns trotzdem versuchen, das Beste zu geben, denn jede nette Geste zählt. Amen. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Jesus ist schon so erschöpft, dass er das Kreuz nicht mehr halten kann. Er fällt zum zweiten Mal zu Boden. Aber er wird nicht liegen bleiben. Er steht wieder auf und geht seinen Weg bis zum Ende. Oft sind wir mutlos, wehleidig und voller Selbstmitleid. Jesus zeigt uns, dass wir uns von unseren Sorgen und Nöten nicht unterkriegen lassen sollen. Er gibt uns Mut, immer wieder aufzustehen. Lege deine Hand auf die Schulter einer anderen Person und lasse sie einen Moment dort verweilen. Herr, hilf uns, die Höhen und Tiefen, die vor uns liegen, zu überwinden. Gib uns Kraft, nach dem Stolpern wieder aufzustehen. Schenke den Menschen Mut und sende uns ein Zeichen, wenn jemand unsere Hilfe benötigt. Amen. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen.
Am Kreuzweg Jesu stehen Frauen und weinen. Trotz seines Leidens sieht Jesus die Not der anderen. Manche Menschen sind blind für die Not der anderen. Sie sagen, mir hilft ja auch keiner. Uns Kinder aber macht es traurig, wenn andere in Not sind und weinen. Nehmt jemanden an die Hand, sodass ihr einen Kreis schließen könnt. Herr, hilf uns, jeden Menschen als einen Freund oder eine Freundin anzusehen. Schenke allen Menschen den Freund oder die Freundin, den sie für ihr Leben brauchen, die ihnen Mut macht und der sie trägt. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wieder fällt Jesus hin und liegt am Boden. Sein schwerer Weg ist fast zu Ende. Manche Menschen meinen, dass ihr Leben keinen Sinn mehr hat. Sie brauchen jemanden, der ihnen neuen Mut und Hoffnung macht. Lege deine Hand auf die Schulter einer anderen Person und lasse sie einen Moment dort verweilen. Herr, hilf uns, die Höhen und Tiefen, die vor uns liegen, zu überwinden. Gib uns Kraft, nach dem Stolpern wieder aufzustehen. Schenke den Menschen Mut und sende uns ein Zeichen, wenn jemand unsere Hilfe benötigt. Amen. Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Sie nehmen Jesus alles weg, sogar seine Kleider. Die Soldaten würfeln darum, wer sie behalten darf. Schutzlos ist Jesus den Blicken der Menschen ausgeliefert. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Diesen Spruch kennt wohl jeder. Trotzdem machen wir uns immer wieder über andere lustig und blamieren sie. Forme mit deinen Händen eine Weltkugel. Schaue sie dir einen Moment an und überlege, wo du dich zu Hause fühlst. Wenn du möchtest, hebe die Weltkugel leicht in Richtung Himmel. Herr, die Erde ist das Zuhause, in dem wir mit allen Menschen, Tieren und Pflanzen gemeinsam leben. Lass uns dieses Haus gut pflegen. Schenke unserer Erde Regen und Sonne, damit all ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und öffne uns die Augen, damit wir früh genug bemerken, wenn es unserem Zuhause schlecht geht. Amen. Elfte Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Was die Menschen mit Jesus getan haben, ist so furchtbar, dass wir es uns kaum vorstellen können. Es macht uns traurig und betroffen. Macht zu haben über andere ist ein Gefühl, das viele Menschen toll finden. Auch bei uns Kindern gibt es das, dass Größere und Stärkere andere, die sich nicht wehren können, unterdrücken und ihnen wehtun. Werdet ruhig und haltet einen Moment Stille. Herr, lass uns niemals vergessen, wer oder was uns wirklich wichtig ist. Gib uns den Mut, aus unserem Herzen zu sprechen und unsere Erinnerungen mit anderen zu teilen. Amen. Fünfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Jesus stirbt. Sein Kreuzweg ist zu Ende. Wir fürchten uns vor dem Sterben und es ist schrecklich traurig, wenn ein Mensch im Leben stirbt. Aber Jesus hat auch diese Angst der Menschen vor dem Sterben durchgemacht. Streckt eure Arme zu den Seiten aus, haltet eure Hände mit den Handflächen nach oben geöffnet. Herr, hilf uns, niemals die Hoffnung und den Glauben an dich zu verlieren. Begleite uns auf unserem Weg und weise uns die Richtung, damit wir einander helfen zu sehen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Amen. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Jesu Leiden ist zu Ende. Gute Freunde nehmen ihn vom Kreuz ab und legen ihn in den Schoß seiner Mutter Maria. Sie kann seinen Tod nicht begreifen.
Nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling. Nach jeder Nacht geht die Sonne wieder auf. Wir müssen sterben, um das neue Leben zu bekommen. Jesus, wir trauern mit Maria über deinen grausamen Tod. Manchmal begegnen wir dem Tod in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft. Schenke allen Verstorbenen das ewige Leben bei dir. Amen. Vierzehnte Station. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Jesus wird ins Grab gelegt, wie man Samenkörner in die Erde legt. So wie aus den Körnern Früchte wachsen, wird Jesus von den Toten auferstehen. Nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling. Nach jeder Nacht geht wieder die Sonne auf. Wir müssen sterben, um das neue Leben zu bekommen. Als Zeichen für unseren Glauben an die Auferstehung und unsere Hoffnung über den Tod hinaus kannst du Blumen sammeln oder malen. Vielleicht hast du in der vergangenen Woche ein Kreuz gebastelt oder ihr habt zu Hause ein Kreuz, das ihr mit diesen Blumen schmücken könnt. Jesus, wo niemand mehr Leben erwartet, da entsteht Leben in Fülle. Du bist nicht im Tod geblieben und auch wir dürfen auf ein neues Leben hoffen. Darum beten wir nun alle gemeinsam das Gebet, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir auch gestartet sind. Wir hoffen, dass ihr Freude hattet und vielleicht auch das eine oder andere mitgenommen habt für euch. Für manche war es vielleicht der erste Kreuzweg, den sie überhaupt mitgemacht haben. Andere sind schon alte Hasen. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr Spaß hattet oder wenigstens Freude und euch auf Ostern vorbereiten konntet. Wir wünschen euch und euren Familien ein gesegnetes Osterfest.